Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute mit dem Thema meine 15 Minuten morgendliche Schminkroutine. Was brauche ich dafür? Viel Spaß dabei. So ihr Lieben, ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid und heute mit einem Thema, wo ihr mich oder mit dem ihr mich extrem löchert auf Instagram und auf Snapchat. Was ich morgens denn so mache. Weil ich bin, wie viele von euch wissen, ein sehr fauler Mensch. Ich bin auch schminkfaul. Weil wenn ich ins Büro gehe oder sowas und vor allem, wenn es draußen heiß ist, so wie heute 30 Grad, also bitte heute nicht auf mein Make-up achten, ich schwitze so krass hier, dann bin ich ein wirklich ziemlich fauler Mensch und möchte eigentlich immer nicht so viel tun. Außer wenn ich abends mal weggehe, dann mache ich natürlich extrem Lidschatten oder Eyeliner auch mal. Aber so bin ich eigentlich ziemlich faul. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, was ich so für Steps mache, dass das alles wirklich in 15 Minuten am Morgen durch ist bei mir. Natürlich gehe ich ganz normal erstmal morgendliche Routine ins Bad und wasche mich, putze mir die Zähne und mache eine Tour. Und was dann kommt, ist wirklich erstmal eine Tagescreme drauf. Das hier ist die von Dermasense. Das ist das Refining Gel, fettfreies Gel bei zu Rötungen neigender Haut. Weil wenn ich aufstehe manchmal, dann sehe ich auch nicht aus wie aus dem Ei gepellt, sondern nein, ich habe auch rote Flecken oder mal einen Pickel oder sonst was. Und die ist kühlend, hautberuhigend und Rötungen mindernd. Und ich finde sie eigentlich super angenehm aufzutragen und vor allem sie zieht ziemlich schnell ein. Weil wenn ich meine Creme aufgetragen habe, möchte ich eigentlich ziemlich schnell weitermachen, damit ich hier mal zu Potte komme am Morgen. Was ich nicht jeden Tag mache, was ich aber manchmal mal machen sollte, ist in meinem Alter mit 29, ich kriege hier so eine übelste Mimikfalten, ist manchmal einen Primer benutzen, bevor ich vielleicht eine getönte Tagescreme oder einen Make-up oder eine Sonnencreme oder sonst was drauf mache, die sich darin ablegt, weil ich bin der übelste Gestikulierer und mache die ganze Zeit so und man kann darauf schreiben, wirklich, ich habe da schon Linien und vor allem, wenn man dann Make-up drauf hat, dann setzt sich das Make-up immer schön da ab und es sieht wirklich irgendwann nicht mehr fein aus. Und meistens muss ich irgendwie, warte mal, hier so einen Pinsel mitnehmen und ab und zu mal so machen, um das dann auch mal einzuarbeiten gefühlt, ja. Aber das mache ich wirklich nicht jeden Tag, da bin ich auch zu faul für. Der ist jetzt hier zum Beispiel von Too Faced und heißt Primed and Poreless Pure. Ist ölfrei und legt sich dann halt in die Poren. Habe ich keine Pickel von bekommen. Für euch auch. Ich habe nichts geschenkt bekommen. Ich habe diese Produkte alle irgendwo mal gekauft. Das habe ich zum Beispiel aus Dubai mitgebracht. Wenn ich etwas geschenkt bekomme und hier zeige oder so, dann würde ich es euch auch sagen. Sondern nein, das sind alles Produkte, die ich mir entweder schon mehrere Male nachgekauft habe, weil ich sie so toll finde oder weil ich sie gerade neu entdeckt habe und totaler Fan geworden bin. Nämlich, da kommen wir nämlich gleich zum Punkt, zum nächsten Thema. Also eigentlich fange ich nach der Creme, also nach der Tagescreme, nochmal mit der im Moment an. Das hier ist die La Roche-Posay Rosalea CC Creme, CC Creme. Super mein Englisch hier wieder, mit dem Lichtschutzfaktor 30. Weil wir ja gerade so, was heißt der Sommer haben hier in Deutschland, bin ich gerade drauf gekommen. Ich war mit meiner Schwester nämlich in der Apotheke und habe etwas gesucht, wo ich morgens gerade kein Make-up benutzen muss, auch keine getönte Tagescreme oder eher eine getönte Tagescreme wie eine CC-Creme, die etwas abdeckt, sowas wie Rötungen, die übrig geblieben sind oder sowas von der Nacht, plus einen Sonnenschutzfaktor, einen Lichtschutzfaktor haben. Und hier muss ich wirklich sagen, ich bin wirklich begeistert. Die ist nicht zu orange, die ist nicht zu, ich mache euch die mal kurz hier drauf. Zack, so sieht die aus. Also für richtig dunkle Typen nun auch nichts, aber ich bin jetzt auch gerade nicht gebräunt. Mein Gesicht ist aber immer das wenigste, was gebräunt ist, kennt ihr ja alle. Und wenn ihr die dann richtig einarbeitet, ich mache es mit den Fingern teilweise, manchmal auch mit dem Pinsel. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Sie duftet super gut. Muss ich sagen, ist eine absolute Kaufempfehlung von mir. Nicht falsch verstehen, es ist nicht Make-up, ne? Es ist nicht krass deckend oder sowas. Aber ihr seht einfach ebenmäßiger aus, es sieht schöner aus und ihr könnt rausgehen in die Sonne und euch passiert da draußen nichts. Genau, das ist eigentlich, solange ich jetzt gequatscht habe, dauert es nicht morgens. Manchmal mache ich noch, aber auch nicht immer, ich wollte es euch aber nicht vorenthalten, so ein Prolongwear, also von MAC ist das. Das ist so ein Pottich und da nehme ich meistens was und mache mir nochmal aufs Auge oder sowas, weil ich habe unter oder am Auge extrem viele Adern, also oder Venen oder sowas und manchmal sind es so blaue Stellen. Das sieht dann ein bisschen unebenmäßig aus und dann decke ich die nochmal ein bisschen ab. Ist aber jetzt auch nicht zwingend notwendig.
dann bin ich eigentlich schon dabei, mir die Wimpern zu tuschen. Und da habe ich gerade ein Produkt entdeckt. Das ist von Benefit und den Mascara kennt ihr bestimmt. Das ist They Are Real. Und das ist aber nicht der Mascara, das ist der Tinted Primer. Und den gibt es gerade neu. Und der sieht so aus, sieht aus wie der Mascara, nur ist der braun. Und das finde ich zum Beispiel ganz klasse, weil manchmal macht man sich ja so zwei Schichten, wie wenn man Primer in Weiß drunter macht und dass die Wimpern länger werden und dann noch eine schwarze Schicht oben drüber. Da muss man immer gucken, dass man diesen weißen Primer richtig gut verdeckt bekommt mit dem Schwarz, sonst hat man überall weiße Punkte irgendwo zwischen den Augen. Und das haben die ganz cool gelöst. Das ist ein Primer, der ist einfach dunkelbraun. Da sieht man nichts, ob das jetzt schwarz oder braun ist. Das sieht man jetzt nicht so extrem. Und was ich da draus gemacht habe, ich benutze gerade den Primer einfach als Wimperntusche in braun. Weil manchmal, vor allem wenn man noch nicht so gebräunt ist am Anfang des Sommers, dann sieht man immer so, ja, wie soll ich sagen, so extrem aus. Wenn ich extrem helle Haut habe und dann eine schwarze Wimperntusche mal drüber klatsche, dann ist es halt ein extremer Kontrast. Mit dem Braun sieht es irgendwie immer noch so natürlich aus. Manchmal auch wie so ein kleiner Beachlook oder sowas. Also das muss ich wirklich sagen, das ist eine tolle Sache. Der Trend auch super. Und würde ich wieder kaufen, habe ich jetzt das erste Mal gemacht. Was ich dann ganz schnell mache, und da habe ich euch gleich mal zwei Varianten gezeigt, die gibt es natürlich auch in einem helleren Farbton, oder habe ich euch hier gerade mitgebracht, das ist mein Gimme Brow Benefit Gel und mein Eyebrow Styling Gel von P2. Und sieht beides, also erfüllt beides den gleichen Zweck. Ihr formt damit nochmal kurz hier eure Augenbraue und gebt da ein bisschen Farbe, weil viele von euch haben ja das Problem, dass sie entweder ein paar Härchen zu wenig haben, sich verzupft haben, irgendwie einfach ein bisschen Form mehr gebrauchen können. Das heißt, das machen sie auch mit der Farbe, die hier drin ist. Plus, es ist ja wie eine gelartige Konsistenz. Ich mache das nochmal, ja, das sieht genauso aus, ne? Eine gelartige Konsistenz und dann bleibt eure Augenbraue auch da, wo ihr sie hingeschoben habt am Morgen, zumindest für die ersten paar Stunden, wenn ihr nicht die ganze Zeit so macht wie ich oder sowas. Ne? Also muss ich sagen, finde ich ziemlich cool, benutze ich jeden Tag und würde ich jederzeit wieder kaufen. Dann mache ich Folgendes, auch nicht immer. Manchmal bin ich jetzt auch schon fast fertig, wenn ich den Lippenstift noch nicht benutzt habe. Aber manchmal, und das wollte ich euch nicht vorenthalten, weil viele von euch fragen, nehme ich entweder hier den Hoola Bronzer und der ist ganz cool, wartet mal, ich zeige euch das mal, so sieht der aus. Der ist schon ein bisschen dunkler, da müsst ihr aufpassen, vor allem ihr könnt damit konturieren, das heißt wirklich eurem Gesicht nochmal ein bisschen Form geben, wenn ihr es gut verblendet. Oder aber ihr nehmt euch einfach hier so einen übelst Riesenpinsel oder hier so einen kleinen Kabuki oder sowas und gebt es nochmal übers ganze Gesicht, sodass ihr einfach nochmal ein bisschen mehr Farbe habt im Gesicht. Also wenn man im Sommer einfach vor allem mit orangem Lippenstift oder sowas noch ein bisschen strahlender aussehen möchte, finde ich das ganz cool. Habe ich seit gefühlten 10 Jahren, kaufe ich mir immer wieder nach und hält aber auch, glaube ich, 1 bis 2 Jahre oder sowas. Das ist jetzt kein Produkt, was übelst schnell alle geht. Sage ich das Wort übelst in diesem Video extrem oft? Ich weiß es nicht, entschuldigt bitte. Und dann gibt es hier noch eine Sache, und darauf haben mich meine Mitarbeiter hingewiesen. Das ist hier ein Rouge, das ist der Powder Blush von MAC in der Farbe Melba. Seht ihr bestimmt wieder nicht. Ich zeige euch aber mal das Rouge. Das sieht so aus und es ist so ein Ton zwischen, ich kann es gar nicht, irgendeinem Ocker, irgendwas Aprikot-mäßigem oder sowas. Und wenn ihr das drauf macht, einfach hier nochmal ein bisschen an den Seiten, oder also einfach als Blush halt, dann seht ihr auf einmal viel frischer aus. Also ihr könnt morgens echt aus dem Haus gehen und habt eine wirklich beschissene Nacht gehabt und das macht euch ein bisschen frischer noch auf jeden Fall. Deswegen, den habe ich auch schon ein paar Mal nachgekauft, finde ich richtig klasse. Und jetzt mein Highlight-Sommerprodukt, da bin ich aber auch wirklich fertig mit meiner morgendlichen Routine, ist mein, habe ich jetzt auch gerade drauf, mein Lippenstift. Das ist hier auch von MAC. Sieht so aus. Warte, ich mache euch mal den auf die Hand. Zack, so sieht der geswatcht aus. Und das ist mein Tropic Tonic A95, falls den jemand braucht. Habe ich schon ganz viele gehört, die sich den nachgekauft haben, weil meine Schwester ist auch gleich losgerannt. Da darf ich jetzt nicht die Handtaschen vertauschen. Und der ist wirklich super schön und lässt euch auch nochmal strahlen. Wenn man das auf den Lippen hat irgendwie, dann sieht man ja immer noch einfach, ja, irgendwie ein bisschen strahlend aus. Was ich manchmal mache, und das ist jetzt auch wieder nichts, was ich jeden Tag mache, aber auch weil ich nicht jeden Tag Lippenstift unbedingt trage, ne, ist, das habe ich euch in einem Video schon mal vorgestellt, das habe ich auch schon ewig, das hier. Das ist von Benefit ebenfalls, es ist Lippentinte. Aufgepasst, wenn ihr die raufmacht, sie ist sehr flüssig.
Und wenn sie eintrocknet, dann ist sie da, wo sie ist. Ne? Also sie macht die Lippen sehr trocken, das ist der Nachteil dieser ganzen Sache. Aber sie hält halt bombenfest. Sie ist kusssicher, sie ist trinksicher. Wenn ihr das runter macht, dann hält das auf jeden Fall bestimmt mindestens einen halben Tag, wenn ich am Abend habe, immer noch davon irgendwas. Und das mache ich manchmal runter, weil dieser Lippenstift natürlich, wenn ich erstmal frühstücke oder mir meinen McTasty-Kaffee mache oder weiß ich nicht was, dann ist es einfach ja, am Glas oder sowas. Und hier muss ich dann einfach nicht so oft nachtuschen oder nachschminken, weil wenn ich im Büro bin, naja, dann bin ich im Büro, dann mache ich jetzt nicht da noch so einen mega Aufriss und mache mir jetzt je 2 Stunden neuen Lippenstift drauf, damit ich cool aussehe oder sowas. Muss ja auch irgendwann mal arbeiten, ne? Und das muss ich echt sagen, das habe ich wirklich auch schon über 2 Jahre im Schrank, 3 Jahre, ich weiß es nicht, benutze es natürlich auch nicht jeden Tag, wie ihr seht, aber wenn man den drauf macht, dann kann man den auf jeden Fall auf die Lippen machen. Und es ist sogar kein Produkt, was unbedingt Lippentinte ist. Ich weiß gar nicht, ich sehe nicht mehr, wie er heißt, aber es war irgendwas mit Tint. Wissen die Verkäufer aber auf jeden Fall. Sondern das kann man auch ein bisschen als Blush benutzen oder sowas. Hält auch bombenfest. Mache ich nicht so, war meine anderen Blushes dafür. Aber ich finde es eine coole Alternative. So, und dann bin ich mit meiner Morgenroutine eigentlich schon fertig. Dann kommen die Haare dran, dann wird sich angezogen. Und dann bin ich ausgehbereit und starte super gut in den Tag, fühle mich wohl und habe meine Produkte genommen, die ich gerne jetzt im Moment benutze. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet und wenn ihr kein Video mehr verpassen würdet, wollt, dann bitte meinen Channel abonnieren. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Videowünsche ab in die Kommentare, Fragen natürlich auch, wie immer wisst ihr ja. Folgt mir gerne auch auf Snapchat, Team Alina, auf Instagram, Alina Schulte immer oder Team Alina, auf Facebook, auf Sizero. Ihr wisst, viele machen es schon. Ich wollte es nur mal sagen, weil da gebe ich auch ganz, ganz viele Tipps und Tricks, was ich so mache, wie es mir so geht in meiner Schwangerschaft, was ich so anziehe, OOTDs und. Also wir sehen uns auf jeden Fall irgendwo auf so einem Kanal. Bis zum nächsten Mal, eure Alina. Fühlt euch gedrückt und geküsst. Tschüssi.